Genau. Und dann freuen wir uns auf einen Vortrag von Luise. Luise ist Juristin und aktiv bei der Initiative Digitale Freiheit. Außerdem ist sie zertifizierte Datenschutzprüferin. Setzt der Zibeltanz-Sieger zum Sprung an. DSGVO-Umsetzung in der Praxis. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Genau, Datenschutzbeauftragte wäre das ganz richtige Wort. Heute zum Vortrag setzt der Säbelzahntiger zum Sprung an. DSGVO-Umsetzung in der Praxis. Einmal nochmal eine kurze Einleitung, ist ein bisschen anderer Schwerpunkt, als wir eben hatten. Was meine ich mit Säbelzahntiger? Vorher hatten wir ein deutsches Datenschutzrecht, das recht ähnlich tatsächlich war wie die DSGVO. Die DSGVO basiert auf dem deutschen Datenschutzrecht, weswegen wir eigentlich in Deutschland auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen EU-Mitgliedstaaten haben, weil theoretisch hätten wir uns schon vor längerer Zeit eben an dieses Datenschutzrecht halten müssen. Jetzt kamen einige Änderungen hinzu, aber eben vieles war schon da. Das heißt, bisher hatten wir ein deutsches Datenschutzrecht, das ähnlich war wie die DSGVO, aber die Sanktionen waren sehr unempfindlich. Das heißt, es gab Bußgelder bis 50.000 Euro oder bis 300.000 Euro. Deswegen kaum umgesetzt durch Unternehmen, bestand eher auf dem Papier. Und daher kommt jetzt auch die ganze Umsetzungsproblematik, warum sehr viel Arbeit dann doch tatsächlich für Unternehmen angefallen ist, weil das bisherige Datenschutzrecht nicht befolgt wurde. Wie ist es jetzt mit der DSGVO? Es gibt höhere Sanktionen, haben wir eben gehört. Der Rahmen ist eher bei 20 Millionen, für größere Unternehmen bei 4% des globalen Jahresumsatzes. Zusätzlich, und das ist interessant für uns als Verbraucher, können wir klagen auf immateriellen Schadensersatz. Weiterhin ist das Ganze verschärft durch das Niederlassungsprinzip und Marktortprinzip und den Kohärenzmechanismus, den schon der Philipp angesprochen hat, zur Vermeidung von Datenschutzoasen, zum Beispiel in Irland. Wie ist es denn genau mit diesen Geldbußen nach DSGVO? Wonach richten die sich denn? Die richten sich nach Artikel 83. Und zwar sollen sie wirksam sein, verhältnismäßig sein und abschreckend. So, da wir jetzt natürlich diese verschärften Sanktionsmechanismen haben, wäre ja zu vermuten, dass nun die DSGVO umgesetzt wird. Wie sieht es damit aus? Ende September 2018 gab es eine Bitkom-Studie. Hierbei kam heraus, dass nur 24% der Unternehmen, also knapp ein Viertel, über sich selbst sagen, dass sie die DSGVO vollständig umsetzen. Das heißt, externe Prüfer würden vielleicht auch dem nicht zustimmen. Es könnten noch weniger Unternehmen sein, die vollständig die DSGVO zu dem Zeitpunkt umgesetzt haben. Wie sieht es denn zum Beispiel im Gesundheitsbereich aus? Greifen wir uns einfach mal ein Beispiel aus einem Tätigkeitsbericht einer Datenschutzbehörde hervor. Da wurde Alexa in Behandlungsräumen von einer Physiotherapiepraxis eingesetzt. Wenn man als Patient in einer solchen Praxis ist, dann rechnet man höchstwahrscheinlich nicht damit, dass irgendwo ein Alexa ist und aus Versehen vielleicht bei bestimmten Worten anspringt. Soll ja passieren, dass Alexa aus Versehen angeht. Wie sieht es aus im Bereich Online-Banken? Nun, da gab es den Fall, auch wieder laut Tätigkeitsbericht einer Datenschutzbehörde, dass die Videoidentifizierung, die immer zu Beginn eines Online-Bankvertrags abgeschlossen werden muss, damit sozusagen der neue Kunde sich selbst identifizieren kann, davon abhängig gemacht wurde, dass dieser neue Kunde dem Dienstleister der Videoidentifizierung, also nicht der Bank, sondern einfach nur der Person, die diese Videoidentifizierung anbietet, einwilligt, dass diese Daten, die er dort los wird quasi in dem Prozess, auch für andere Vertragspartner eben dieses Videodienstleisters verwendet werden dürfen. Also quasi keine Online-Bank-Vertragsabschluss möglich, ohne dass man dem zustimmt. Wie ist es denn jetzt bei Social Media? Setzen die denn vielleicht die DSGVO um? Dafür ist maßgeblich, ob wir, wenn wir Social Media benutzen, eine freiwillige Einwilligung abgeben. Das heißt, vielleicht erinnert ihr euch zurück, wie war es denn im Mai letzten Jahres? Es ist plötzlich ein neues Fenster aufgeploppt, wenn wir Facebook benutzt haben, wenn wir WhatsApp benutzt haben. Und in diesem Fenster war eben eine einzige Ankreuzmöglichkeit.
Und wir mussten sagen, wir stimmen zu, sonst durften wir diesen Dienst nicht weiter nutzen. Jetzt ist die Frage, inwiefern ist das freiwillig? Es gibt nach DSGVO das Kopplungsverbot, was auch die Artikel 29-Gruppe zu dem Artikel 7.4 DSGVO nochmal bestätigend gesagt hat, dass dieses Kopplungsverbot gilt. Es steht auch in den Erwägungsgründen zu 7.4 DSGVO. Und was besagt das? Es besagt, dass unsere Einwilligung nicht an etwas geknüpft werden darf, was eigentlich für den Dienst nicht erforderlich ist. Das bedeutet zum Beispiel mit Facebook. Was ist für ein soziales Netzwerk zwingend erforderlich, um die Dienstleistung soziales Netzwerk anzubieten? Es ist zwingend erforderlich, dass ich mit Freunden Nachrichten austauschen kann, vielleicht auch, dass ich Fotos teilen kann und so weiter. Ist es denn zwingend für diesen Dienst notwendig, dass auch personalisierte Werbung stattfindet? Sehr fraglich. Trotzdem muss man einwilligen, sonst kann man diesen Dienst nicht benutzen. Max Schrems nennt das Zwangszustimmung, friss oder stirb. Weiteres Beispiel WhatsApp. Bei WhatsApp muss man einwilligen, dass die Daten der Nutzung an Facebook weitergegeben werden. Hierzu sagt auch die Berliner Datenschutzbehörde, es ist sehr fraglich, ob wir dazu eine freiwillige Einwilligung abgeben, wenn wir sonst keine Wahl haben, WhatsApp zu benutzen. Was ist denn zum Beispiel mit dem aus der DSGVO stammenden Privacy by Default? Das ist aus 25.2 DSGVO. Wird das umgesetzt von Social Media? Das heißt, wenn ich in meinen Social Media Account gehe und mir anschaue, was sind denn die Voreinstellungen, bevor ich selber irgendwelche Einstellungen vornehme? Sind die denn die datenschutzfreundlichsten Voreinstellungen oder muss ich, um mich selber zu schützen, noch irgendwas zusätzlich anklicken und abändern? So, das zu der Frage Umsetzung der DSGVO bei Social Media. Dann gibt es noch das vorhin angesprochene Tracking. Was ist das? Verfolgung des Surfverhaltens von Nutzerinnen, webseitenübergreifend, auch unter Einbindung von Dritten. Hierbei ist laut Datenschutzkonferenz, die uns Philipp vorher vorgestellt hat, also Gremium der deutschen Datenschutzbehörden, eine Einwilligung grundsätzlich erforderlich. In der Regel kann man sich nicht auf das berechtigte Interesse stützen, denn der Verbraucher kann einfach nicht absehen, was alles mit diesem Tracking-Prozess verbunden ist. Das heißt, er ist nicht in der Lage, abzusehen, was da wirklich hinter den Kulissen passiert. Und da er insofern nicht genügend informiert ist, muss man dann in der Regel auf eine Einwilligung abstützen. Willigen wir in der Regel in das Tracking ein? Das heißt, wenn wir auf Webseiten unterwegs sind und wir einen Cookie-Banner bekommen, haben wir dann in der Regel die Möglichkeit zu sagen, ach so, nee, dieses Tracking möchte ich nicht, nein? Oder ist es eher so, dass da ein einziger Button ist und der heißt okay und führt das sehr, sehr verständlich zu dieser Consent-Fatigue und auch zu einer Kritik am Datenschutz, weil man denkt, das wäre jetzt Datenschutz, dass man okay klicken muss und genervt wird. Also, das heißt, zahlreiche Verstöße, wenn man auf Webseiten unterwegs ist, wie auch schon Berliner Datenschutzbeauftragte festgestellt hat. Warum gibt es denn weiterhin selten Compliance? Wie kommt denn das jetzt? Wir haben uns doch eigentlich gedacht, dass das jetzt funktionieren würde. Ist es vielleicht zu teuer für die Unternehmen, DSGVO-compliant zu sein? Einen externen Datenschutzbeauftragten kann man unter 1.000 Euro monatlich bekommen. Das ist für KMU, insbesondere für mittelständische Unternehmen, nicht viel Geld. Warum liegt es sonst also in der Compliance im Argen? Gibt es vielleicht zu wenig Zeit, um sich auf diese DSGVO, um die paar Neuerungen, die es dann tatsächlich doch für Deutschland gab, oder wenn man vorher nicht so dem Datenschutzrecht gefolgt ist, einfach zu wenig Zeit, sich jetzt auf diese Vorgaben einzustellen? Gab es zu wenig Zeit dafür? Ach, die DSGVO ist seit Mai 2016 in Kraft. Das heißt, wir hatten jetzt eine zweijährige Übergangszeit, eben gerade damit die Unternehmen Zeit haben, sich auf die Regelungen einzustellen. Warum gibt es selten Compliance auf Unternehmensseite? Das ist ein risikobasierter Ansatz, Risk-Based Approach. Nehmen wir das Beispiel Knuddels. Was ist das? Ein soziales Netzwerk, wo sich vor allem Minderjährige tummeln. 10 Jahre wurden dort die Passwörter der Nutzer im Klartext, also unverschlüsselt und unverfremdet, gespeichert. Es gab einen Hackerangriff. Daten von 330.000 Nutzerinnen inklusive E-Mail-Adressen und Passwörter eben im Klartext wurden entwendet und im Internet veröffentlicht.
Anderes Beispiel, N26. Eine Online-Bank, zuletzt bewertet mit 2,7 Milliarden Dollar. Hat 2,5 Millionen Kunden. Speicherte Daten ehemaliger Kunden auf einer schwarzen Liste, anstatt die Daten zu löschen oder zu sperren. Was war die Folge? Die Betroffenen konnten keine Kontoeröffnung bei N26 mehr vornehmen. Was könnte denn da das Bußgeld gewesen sein? Wenn wir uns zurückerinnern, Vergleich vorher maximal 300.000 Euro, jetzt neuerdings, aber für solche vergleichsweise kleineren Unternehmen wie N26 20 Millionen. Was könnte das wohl gewesen sein? 50.000 Euro. Das heißt, wir bewegen uns weit unter dem bisher unter Alpen-BDSG möglichen Rahmen. Kommen wir zurück zu Knuddels und der Veröffentlichung im Internet von 300.000 Nutzerinnen-Daten, nachdem 10 Jahre lang im Klartext die Passwörter gespeichert wurden. Was könnte denn da das Bußgeld gewesen sein? 20.000 Euro. Es gibt dafür einige Gründe, die die Datenschutzbehörde angeführt hat. Aber im Endeffekt wird sich das für Knuddels sehr gut gerechnet haben, dass sie erst jetzt in ihre IT-Infrastruktur investieren mussten und es bis jetzt gestundet hatten, vorher nichts gemacht haben und jetzt glimpflich wegbekommen sind, weil sie jetzt investiert haben. So, eine Gesamtbetrachtung bis Mai 2019. Das wäre doch mal spannend. Wie war es denn bundesweit? 15 Bundesländer haben dazu Auskunft gegeben. Mecklenburg-Vorpommern ist außen vor geblieben. Es gab bundesweit 81 Bußgelder innerhalb dieses Jahres. Höhe insgesamt knapp 500.000 Euro. Ich glaube, die Schlüsse können wir alle selber ziehen, wie abschreckend das auf Unternehmen wirkt. Ein Ausblick. Es gibt aktuell in Hamburg ein anhängiges Verfahren gegen WhatsApp von Neub, None of Your Business von Max Schrems. Dort ist natürlich noch unklar, wie der Ausgang sein wird. Wir sind alle gespannt. Ein Spaß zum Schluss. Gefunden beim Surfen im Internet, es sollte eine Einwilligung eingeholt werden in die Datenverarbeitung. Wie wurde das gemacht? Mit welchem Text neben diesem Kästchen? Ich habe die DSGVO gelesen und akzeptiere sie. Habt ihr Lust, aktiv zu werden? Da könnt ihr sehr gerne bei Digitale Freiheit vorbeischauen. Wir treffen uns jede Woche. Oder ihr könntet euch zum Beispiel bei dem eben erwähnten Neub engagieren, als Fördermitglied oder im Rahmen von Praktika oder beruflich. Und bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die auch ganz tolle Prozessführung machen. Ja, das wäre für Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Luise. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Okay, wenn niemand Fragen hat, dann nochmal ein großes Dankeschön.